Die neue Linkspartei mit ihren Frontmännern Oskar Lafontaine und Gregor Gysi hätte beste Chancen, bei den geplanten Neuwahlen drittstärkste Kraft im Bundestag zu werden. Die neuen Zahlen im ARD-Deutschland-Trend sehen sie nämlich bundesweit bei 11%, im Osten sogar als stärkste Partei, da liegt sie mit 31%, noch vor der CDU. Den ganzen Deutschland-Trend der ARD sehen Sie heute Abend in den Tagesthemen. Wir sprechen jetzt mit Oskar Lafontaine. Schönen guten Abend. Guten Abend. Wie fühlt sich das für Sie an, nach sechs Jahren endlich wieder im Mittelpunkt des politischen Geschehens? Darum geht es nicht. Es geht um eine Korrektur der Politik. Ich behaupte, dass die große Mehrheit des Volkes im Bundestag nicht mehr vertreten wird. Alle Bundestagsparteien sind für Lohnkürzung, für Rentenkürzung, für Kürzung sozialer Leistungen. Es braucht eine neue Linke, die eine andere Politik vertritt. Daher kommen auch die Zahlen. Wie fühlt sich es für Sie persönlich an, jetzt wieder da zu sein? Auch noch ein bisschen unsicher. Ich habe ja jetzt sechs Jahre pausiert. Mal sehen, wie das dann sein wird, wenn uns denn die Wählerinnen und Wähler da reinschicken. Herr Lafontaine, Sie haben dafür, dass Sie wieder da sind, einen hohen Preis bezahlt. Sie haben die SPD verlassen. Das war 39 Jahre lang Ihre politische Heimat. Eine Partei, die Sie auch geprägt haben, deren Vorsitzender Sie waren. Und da werden Sie jetzt als Verräter bezeichnet. Schmerzt Sie das? Das schmerzt mich natürlich. Auf der anderen Seite muss ich den Sozialdemokraten sagen, ihr habt die Grundsätze unserer Partei verraten. Das haben ja auch viele Wählerinnen und Wähler so gesehen. Deshalb verliert die SPD die Wahlen und deshalb sind 170.000 Sozialdemokraten aus der Partei gegangen. Die wollen ja auch vertreten werden und wir vertreten die jetzt und laden sie zur Mitarbeit ein. Angesichts, sag Ihnen mal ein Zitat, angesichts der Reformaufgaben, die vor uns liegen und des Kraftakts, der uns mit der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit jetzt bevorsteht, ist die PDS kein Partner, diese Politik umzusetzen. Wissen Sie, wer das gesagt hat? Das könnte ich gesagt haben. Wir haben uns ja lange Zeit mit der PDS auseinandergesetzt. Das war ja auch ein Prozess der gegenseitigen Annäherung. Aber ich war auch derjenige, der diese Annäherung auf den Weg gebracht hat, als SPD-Vorsitzender. Die erste Tolerierung einer Regierung in Sachsen-Anhalt und dann die Koalition in Mecklenburg-Vorpommern und später dann in Berlin. Aber es gibt doch trotzdem Probleme mit der PDS. Sie haben doch heftig angegriffen, dass die PDS in Koalitionen wie zum Beispiel Mecklenburg-Vorpommern oder in Berlin Hartz IV mit durchsetzt. Wie kann das denn sein? Auf der einen Seite sind Sie mit Ihnen gegen Hartz IV, auf der anderen Seite setzen Sie es durch. Ist das logisch? Nein, das wäre auch nicht logisch, wenn das so wäre. Ich habe der Koalition in Mecklenburg-Vorpommern einmal vorgeworfen, dass sie die Steuerreform 2000 mitgemacht hat, weil ich die wirklich für eine Katastrophe gehalten habe. Aber bei Hartz IV ist nun mal die Koalition in Mecklenburg wie alle anderen Regierungen verpflichtet, Gesetze des Bundes auszuführen. Das ist etwas ganz anderes. Dennoch, Herr Lafontaine, Sie treten im Moment, also erstmal gab es viele Auseinandersetzungen mit der PDS. Es gibt noch heute Leute aus Ihrer eigenen Gruppierung, die sagen, die sind mit ihrem Personal gestrig und mit ihrer Politik und so weiter. Und dennoch treten Sie jetzt auf PDS-Liste an, tun sich zusammen mit einer... Die Linkspartei heißt die PDS demnächst. Ja, dennoch, in Wirklichkeit ist es die PDS. Sie treten auf den Listen der PDS an. Die Delegierten der Parteitage müssen ihre Leute da aufstellen. Die PDS ist die weitaus finanzkräftige Partei, die Sie auch mitfinanziert und die zehnmal so große. Sind Sie sowas wie der Steigbügelhalter der PDS für die Ausdehnung in den Westen? Also die PDS hatte bisher immer Schwierigkeiten mit der 5%-Hürde. Jetzt, Sie haben die Umfragen selbst genannt, ergibt sich eine neue Bewegung in Deutschland, die auch eine Erneuerung unserer Demokratie ist. Ich habe vorhin gesagt, dass die politischen Parteien im Bundestag Auffassungen vertreten, die die große Mehrheit des Volkes ablehnt. Ich will es anders formulieren. Wie begründen Sie das? Das muss man doch irgendwie begründen. Im Grunde sind die doch gewählt. Insofern. Ich bin gerade dabei. Die Rezepte der politischen Parteien im Bundestag kommen von den Wirtschaftsverbänden. Das gilt für die Agenda 2010, für Hartz IV, für die Kopfpauschale von Frau Merkel und für die Steuerreform der CDU. Es ist nicht mehr demokratisch und diese neue Bewegung möchte ihre Programme, Sie fragen mich ja, die neue Partei möchte ihre Programme eben in Diskussion mit der Mitgliedschaft und der Bevölkerung entwickeln, nicht nach irgendwelchen Vorlagen der Wirtschaftsverbände. Gut, einiges kennen wir schon, obwohl das Wahlprogramm noch nicht veröffentlicht ist. Aber was wir schon wissen, ist, Sie wollen Reichtum umverteilen. Sie wollen natürlich mehr Staat. Ja, das ist ja auch höchste Zeit. Sie wollen mehr Staat, höhere Steuern, sind strikt gegen Hartz IV, wollen kürzere Arbeitszeiten und Mindestlöhne. Sind das in einer globalisierten Welt wirklich die richtigen Rezepte von heute? Ja, selbstverständlich. Nehmen wir mal die Mindestlöhne. Die sind dringend notwendig in einer globalisierten Welt. Denn Globalisierung bringt natürlich Vorteile, aber nicht dann, wenn eben hier die Leute arbeitslos werden, weil immer mehr Arbeitskräfte kommen, die für 1 oder 2 Euro arbeiten. Da muss der Staat sich gegen zur Wehr setzen. Das geschieht auch in anderen Ländern. Warum soll das bei uns nicht möglich sein? Trotzdem nochmal Globalisierung. Globalisierung
einer der Nachteile der Globalisierung ist, dass jeder überall hin ausweichen kann. Wenn Sie hier die Steuersätze so hochschrauben, wie Sie das offensichtlich vorhaben, wenn Sie die Arbeit teurer machen, müssen Sie dann nicht fürchten, dass der Prozess, der ja der Wirtschaft so zusetzt, nämlich die Abwanderung von Arbeitsplätzen, die Abwanderung von Unternehmen und damit die Abwanderung von Geld, dass der einfach weitergeht und zwar sehr viel schneller als bisher. Eben nicht, denn alle anderen Länder liegen auch auf der Welt, das dürfen wir nie vergessen. Und die Spitzensteuersätze beispielsweise in unseren Nachbarstaaten sind höher als bei uns. Sie sind über 50%. Und insofern gab es gar keinen Grund, bei uns den Spitzensteuersatz so runterzuholen. Und wie überzeugend wir sind, sehen Sie ja daran, dass jetzt Rot und Grün, nachdem sie den Spitzensteuersatz über Jahre gesenkt haben, uns folgen und vorschlagen, den Spitzensteuersatz wieder anzuheben. Bei den Unternehmenssteuern gibt es OECD-Statistiken, die ich kenne. Danach zahlen die deutschen Unternehmen mit die geringsten Steuern aller Industriestaaten. Moment. Dennoch, es geht erstens um die Einkommensteuer, die Menschen hier zahlen müssen, also auch die Unternehmer hier zahlen müssen. Zweitens um die Unternehmenssteuern. Drittens um die Arbeitskosten, die ein Unternehmer zahlen muss. Jetzt sehen wir doch schon die Abwanderung. Wie wollen Sie denn in dieser Welt, die wir heute haben, globalisiert, offene Grenzen, offene Kapitalmärkte, wie wollen Sie das Kapital in Deutschland binden? Auf die Arbeitskosten kommt es eben nicht an. Das ist einer der großen Irrtümer der deutschen Debatte. Es kommt nur auf die Wertschöpfung des Arbeitnehmers in der Stunde an, minus dann der Arbeitskosten. Also für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer übersetzt, wenn ein Arbeitnehmer 100 Euro Wert in der Stunde schafft, kann man im Spielen 50 Euro Stundenlohn bezahlen. Der Unternehmer macht dann immer noch ein ordentliches Geschäft. Und weil wir eine solch hohe Wertschöpfung in der Stunde in Deutschland haben, sind wir Exportweltmeister trotz unserer Löhne. Die Diskussion um die Lohnhöhe ist absolut falsch, um es sehr moderat zu formulieren. Und wie erklären Sie das dann, dass eigentlich alle anderen Parteien außer Ihnen unisono sagen, das Hauptproblem dieses Landes, der Grund, der eigentliche Grund für die Arbeitslosigkeit sind die hohen Arbeitskosten, insbesondere auch die Belastung der Arbeitskosten durch die Sozialbeiträge. Sie sehen ja, wie überzeugend wir sind. Kaum waren wir da, schon haben Frau Merkel und Herr Schröder erklärt, wir brauchen wieder höhere Löhne. Sie sehen also, wie notwendig die Neue Linke ist. Nein, das ist eine nette Antwort. Aber, die entspricht den Tatsachen. Sie können das überprüfen. Das weiß ich, dass Sie sich angepasst haben und hinterhergegangen sind. Aber nochmal eine Nachfrage. Ja. In einigen Sparten. Ja. Dennoch, die Frage haben Sie nicht beantwortet in dieser heutigen Zeit. Wir sehen, dass Unternehmen Arbeitsplätze verlagern ins Ausland. Kapital wird verlagert ins Ausland. Wie gehen Sie hin und wollen uns heutzutage weismachen, dass man dieses Kapital in Deutschland binden kann? Es ist sogar notwendig, dass unsere Unternehmen im Ausland investieren. Wir wollen ja nicht, dass das Ausland auf dem Niveau von Entwicklungsländern bleibt und dort eben keine modernen Produktionen aufgebaut werden. Und alle wissenschaftlichen Untersuchungen zeigen, dass diejenigen Unternehmen, ein Beispiel ist die Automobilindustrie, die im Ausland investieren, um dort Teile nach Deutschland zu importieren, in Deutschland noch zusätzlich Arbeitsplätze schaffen. Auch hier gibt es eine Diskussion in Deutschland, die sich von den Fakten weit entfernt hat.